Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es wieder ein ersehntes Masken-Reaction-Video quasi und ja, ich habe jetzt einfach länger kein Video rausgebracht, ich hatte null Motivation halt drauf. Dafür werden heute gleich wieder zwei kommen, also seid auf jeden Fall hyped darauf und ja, fangen wir direkt an, let's go. Ja, also den Schnitzer sagt mir so groß einmal nichts, also ich kenne die Masken Aura so gesagt jetzt noch nicht, also weiß ich, ob das bekannte Schnitzer ist oder nicht. Aber die Maske an sich gefällt mir ganz gut, vor allem habe ich in der Gruppe auch gesehen, also wir haben das eine Krampus-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe. Und da habe ich in der Gruppe auch gesehen, dass er ein extrem geiles Fell dazu hat, also in der Gesamtkombination schaut das extrem, extrem geil aus. Und ja, das war's auch schon. Gefällt mir gut. So Leute, ich sehe auch schon die nächste Maske, auf jeden Fall, die gefällt mir extrem, extrem gut mit der Narbe hier und mit dem Fell übers Hinterkopf, also über den Hinterkopf halt. Also gefällt mir wirklich extrem, extrem gut. Extrem habe ich schon extrem gesagt. Also wie gesagt, die Maske finde ich sehr, sehr geil. Und auch mit den Zähnen und alles, also die Details. Ist glaube ich eine mittlere Maske, glaube ich einmal. Ja, dürfte sein so. Und habe ich noch nicht so oft gesehen, dass mit dem Fell nach hinten so. Also gefällt mir extrem, extrem gut. Oh mein Gott, das fange ich schon wieder an. Ja, zur nächsten. So, jetzt sind wir auch schon bei der nächsten Maske angekommen. Das ist ja wahrscheinlich eine Bazi-Maske oder eine Toni-Maske. Keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare rein. Und der hat nur ein Hemd an, einen Mantel drüber und Gamaschen an. Das ist eine extrem leichte Kombination. Also das wiegt fast gar nichts und mit dem kann man sicher Vollgas fetzen halt und alles. Und ja, den unteren Bereich sehen wir leider nicht, können wir nicht beurteilen, aber Maske mit Fell zusammen finde ich eigentlich ganz geil. Würde ich auch tragen und ja, weiter geht's. So, sind wir auch schon bei der nächsten Maske und ja, das ist eine Motte-Maske, schätze ich mal. Und ich finde die Kombination aus Fell und Maske extrem geil. Gefällt mir aus dem Grund sehr gut, weil man hier beim Fuß halt dieses Abgeschirrte hat, was halt so etwas rötlich aussieht und die Wunden von der Maske auch rot sind und das spiegelt sich, finde ich, wieder sehr gut. Finde ich extrem geil auf jeden Fall und ja, direkt zur nächsten. Ja, das hier finde ich auf jeden Fall auch eine extrem geile mittlere Maske, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, mit dem weißen Zombie-Style quasi, weil die Maske weiß ist und die Wunden halt so knallrot sind, finde ich extrem geil und ja. Kann man nicht großartig viel zu sagen. Ich finde das, ich weiß nicht, ich würde es fast bei der Maske noch ein braunes Fell drauf tun, das mit dem Fell besser spiegelt. Aber das ist schon wirklich Make-up auf hohem Niveau. Mir gefällt die Maske an sich sehr gut. Das Fell zusammen, ja, ist okay, aber Fell selber finde ich geil und die Maske so finde ich geil, aber in der Kombination ist okay, kann man machen. Gibt es vielleicht eine bessere Option, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr geil. Und ja, zuletzt schon. Ja, jetzt sind wir schon bei der letzten Maske angekommen und ja, ich muss mich nochmal umentscheiden. Ich finde diese Maske doch geiler wie die andere und somit ist das hier quasi die Maske dieser Runde, die mir am besten gefällt. Und ja, also ich finde die Maske extrem geil mit diesen gelben Zähnen da und dann mit dieser Narbe durchs Gesicht durch und ich finde die Narben schon bei dieser Maske extrem realistisch aus, weil sie so tief wirken, weißt du. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ich kenne das Fell dazu nicht, aber ich schätze mal, er hat ein weißes Fell dazu, wenn das Kopffell weiß ist. Auf jeden Fall eine extrem, extrem geile Maske. Und jetzt noch ganz zum Schluss mal kurz angesagt, ich bringe heute gleich, also wenn ihr dieses Video fertig geschaut habt, wird wahrscheinlich schon das nächste online sein. Eben quasi als Entschuldigung, dass ich jetzt eine Woche kein Video gebracht habe. Das heißt, jetzt droppt direkt das nächste Video, also schaut auch gleich das an. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.